heute geht es um die Schwungtänze und zwar um die Haltung. Wir haben in den letzten Schmankerl hier über die Kontaktpunkte gesprochen, über die Stärke der Kontaktpunkte, wo die Kontaktpunkte überhaupt hingehen. Und jetzt wollen wir noch über den Körper reden. Natürlich haben wir beim Tanzen Körperkontakt. Und wir wissen auch, unsere Dame hat einen wunderschönen Shape, der aber ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, nicht durch nach hinten lehnen aufgebaut wird. Wir sind mal beide kurz Damen, dann sieht man das besser, weil die Herren haben keinen so großen Shape. Das heißt, wenn wir hier einmal in einen Shape gehen und wir machen es bitte falsch und lehnen uns zurück, dann sieht man schon, sieht komisch aus und macht auch nicht wirklich Sinn. Wir versuchen, den Shape nicht bewusst aufzubauen, sondern ich möchte hier zu meinem Partner ran und weil wir hier oben diese Kontaktpunkte haben, die den Rahmen aufbauen, entsteht dieser Shape. Das heißt, dieser Shape entsteht nicht, weil ich mir jetzt Mühe gebe, den Shape zu machen, sondern weil wir hier nach vorne zueinander arbeiten. Dadurch entsteht der Körperkontakt. Und jetzt arbeiten wir über diese Druckpunkte nochmal in unseren Rahmen rein und dadurch sind wir gleich viel größer. Ich bin jetzt einmal der Herr und du die Dame. Wir machen das von der Seite. So, ich schicke dich einmal in deine schöne Haltung rein. So, sie arbeitet jetzt mit ihrem Oberkörper zu mir und arbeitet zugleich hier in die Haltung rein. Wir drehen uns mal so und man sieht, ich bin wunderbar auf meiner Seite, sie ist auf ihrer Seite und wir haben hier wahnsinnig viel Abstand, wahnsinnig viel Platz. Kannst du sogar noch mehr Shape machen. Boah, mega. Und das passiert alles, weil sie zu mir hinarbeitet. Mach noch mehr. Ja, sehr schön. Okay, also das gibt ein riesengroßes, schönes Bild. Und es ist am Anfang trotzdem ein bisschen anstrengend, weil man natürlich die Muskulatur noch nicht trainiert hat. Aber es ist viel angenehmer, glaubt mir, als wenn ich versuche, den Shape selber aufzubauen. Das hilft so viel, bleib mal bitte stehen, wenn ich mit dem Kontaktpunkt nach vorne arbeite und dann mit den Händen in diesen Rahmen rein, als wenn ich versuche, das selber aufzubauen. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.